Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Let's Play in Minecraft. Und heute versuchen wir uns mal ein kleines Häuschen zu bauen, denn wir wohnen da eigentlich ziemlich, ich weiß auch nicht, so Steinzeitmenschen, ne? Kein richtiges Zuhause und so. Und das wollen wir heute doch mal ändern, würde ich sagen. Aber gut, was haben wir denn sonst noch geplant in dieser Folge? Das werdet ihr natürlich im Laufe des Videos sehen. Aber ich schätze mal, wir werden mit dem Hausbau auch erstmal gut beschäftigt sein. So. Aber das erste Haus, was man sich jetzt hier baut, wird natürlich jetzt auch kein großes Haus sein. Ich meine, das ist ja klar, das ist ja nur Übergangshaus. Irgendwann später baut man sich dann eine Luxusvilla, aber ich würde sagen, erstmal reicht auch ein kleines Häuslein. Aber gut, wo bauen wir das Haus denn hin? Ich würde ja schon sagen, dass wir das hier so in die Gegend bauen. So an unseren kleinen Flüsslein. Schaden tut es, glaube ich, nicht. So, da auch hier direkt der Mineneingang ist, würde ich sagen, ist das schon ganz praktisch. So, aber hier die Holz nehmen wir mal mit. Aber mal schauen, was für eine Art Haus uns wir bauen. So, hier habe ich Erde, das ist schon mal gut. Dann können wir hier wenigstens die Ebene ein bisschen begradigen, dass wir hier eine gute Fläche haben fürs Haus. Abgesehen von hier, das machen wir natürlich nicht. So. Perfekt. Ah, eins fehlt. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Warum fehlt denn jetzt hier eins? Habe ich noch Erde? Natürlich nicht. Okay, gut. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll, ne? War ja klar, dass dann so eins hier fehlt. Okay, mal schauen. Wir haben jetzt auch gerade nicht so viel Holz wie übrig. Dann fange ich einfach mal an. Mach ich das mit 3. Wie machen wir das hier am besten? Machen wir es hier auch erstmal 3. So, ich würde sagen, es geht dann. Haben wir hier so einen kleinen Vorraum. Machen wir hier 3x3. Ne, 2x3. Machen wir uns auch mal. Essen. Na gut, wir müssen jetzt gleich wieder schlafen gehen, weil bauen während der Nacht ist natürlich auch nicht das Optimalste, was man hier machen kann. Dann würde ich sagen, baut man sich theoretisch hier so einen Berg. 1, 2. Okay, du Baum, gehst auch mal weg. Also ich habe jetzt auch vorher keinen Plan gemacht, wie das Haus später mal aussehen soll, muss ich auch dazu sagen. Aber ich würde sagen, dass das zum Überleben reicht es, würde ich sagen. So. Genau, dann würde theoretisch hier sowas hinkommen. Jetzt habe ich auch wieder Erde. Wohlgemerkt. Da bauen wir nämlich hier auch ein kleines bisschen hier rein. Dann sparen wir uns auch hier Fläche, würde ich sagen. Eine Schaufel habe ich nicht. Okay, erstmal gehen wir schlafen, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Weil ich will nicht wieder vom Creeper überrascht werden. Ich bin in dieser Welt noch nicht gestorben tatsächlich. Und das will ich auch noch so bleiben lassen. Dass ich hier noch nicht gestorben bin. Denn ich bin tatsächlich sehr stolz drauf, dass ich hier noch nicht krepiert bin. Ich weiß, es ist kein hohes Ziel, aber egal. Kleine Ziele im Leben, machbare Ziele im Leben. Ihr kennt das, Leute. So. Genau, ist jetzt die Frage, wie weit wir uns hier reinbauen. Im Haus haben wir auch den Mineneingang. Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. Machen wir es schön ungerade. 5, dann kommt hier Nummer 6. Genau. Ja gut, dann haben wir jetzt die Maße für unser Haus. Oh, das passt ja super. So, wir brauchen zwar. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen noch ein bisschen Holz, ne? Und dann zack, Baum gewachsen. Ja, Mann. Ich sagte, heute die Folge. Beste. Einfach beste. Die Folge wird. Aber mal schauen, ne? Also ich habe auch noch eine Idee, was wir später noch machen können, falls uns die Rohstoffe ausgehen fürs Häuserbauen und ja. Okay. Und da noch ein bisschen. So. Jetzt mal wieder schönes Essen. Und Essen einsammeln. So, machen wir uns. Ja, ich glaube, wir machen es das einfach mal direkt. So, ich muss mich jetzt hier wieder hochbauen. Denn. Sorry, Blätter. Ja, dich fäll ich einfach gleich auch weg. So. Ja, da ich noch keine anderen Blöcke habe, muss ich das erstmal so
Keine Sorge, Leute, das wird jetzt kein Erdehaus oder sonst irgendwas, aber ich mach das immer so, dann sind nämlich die Holzblöcke immer so schön nach oben gerichtet und sieht dann einfach besser aus. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, theoretisch kann man auch noch auf dem Dach hier was machen. Aber weiß noch nicht. Okay, kannst eigentlich bleiben. Was wir jetzt hier wegmachen können, ist jetzt schon mal hier die Erde. Die stört uns. Aber wer weiß, vielleicht bleibt das Haus hier auch und das Haus wird einfach später im Let's Play einfach erweitert. Das kann ja auch sein. Oh, perfekt. Noch ein Baum. So, Setzlinge habe ich auch schon. Dann setzen wir hier schon mal wieder ein Setzling hin und dich fällen wir auch direkt hier. Das Problem ist halt immer, ne, man hat einfach nicht genug Materialien. Ne? Klar, ich könnte auch ein kleines Haus bauen, ne, so gefühlt 2x2, aber das ist, keine Ahnung, das ist einfach unpraktisch. Ne? Das reicht für dich dann, keine Ahnung, für die nächsten 2-3 Let's Plays, dann hast du irgendwann so viele Items, dann hast du keinen Platz für Kisten oder sonst irgendwas und das willst du eigentlich schön einrichten. Deswegen sage ich auch immer, man kann es auch einfach direkt relativ schön machen und später kann man es dann erweitern oder komplett Neues bauen. Ne? Das kann man ja tatsächlich auch noch machen. Aber mal schauen. So. Naja. Ganz passt es nicht. Aber gut. So, ich habe noch eine Schaufel. Warum benutze ich die Schaufel nicht, Leute? Kann man das hier einer mal beantworten? So. Na komm, dann bauen wir dich doch mal direkt hier mal mit dem Stein hinzu. Essen. Piekt's mich nicht, essen. Piekt's mich nicht. Piekt's mich nicht. Oh! Oh, Premiere. Okay, die Bäume brauchen noch ein bisschen nachwachsen. Hatte ich nicht oben auch noch so Setzlinge gesetzt? Ich bin mir sicher. Oder hatte ich nur diese zwei dahin gesetzt? Ne, hier waren nur die zwei. Okay. Schade. Ah, ich brauche ein bisschen mehr. Aber gut. Okay, was... gucken wir mal in den Ofen. Genau, das ist jetzt schon fertig. Dann... können wir hier schon mal das Material reinjagen. Dann brauche ich noch 8 für einen weiteren Ofen. Und haben... wir haben keinen Sand, Leute. Wir haben nicht mal Glas. Das hätte man sich vorher überlegen sollen. Ne? Das ist... ne, wenn man so sich keinen Plan macht, was man eigentlich hat. Ne? Und dann baut und dann merkt so, ja, mir fehlt eigentlich so die Hälfte. Ne? Ist das schon unpraktisch. Gut, Leute, ich würde mal sagen, solange noch Tag ist, holen wir uns mal kurz vom Meer. Meer. Wo war denn das Meer? Es war doch sichtbar irgendwo. Upsala. So. Irgendwo war hier doch mal Meer. War es hier in diese Richtung? Ne, Bäume. Okay, dann war es doch da drüben. Gut, dann gehe ich mal kurz zum Meer. Ich mache einen kleinen Ausflug, um es mal so zu sagen. So, auch bevor ich jetzt hier nach da drüben gehe, wir haben ja die Chance, auf ein Bienennest zu treffen. Anders gesagt, wir können uns jetzt hier mit Kohle, Baumstämmen, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das nochmal das Rezept war, aber hier ist so unser Rezeptbuch. Lagerfeuer, da, hier, Lagerfeuer. Genau. Denn das Ding ist jetzt, wenn wir auf den Bienenstock treffen, der voll ist, mit so einem Lagerfeuer können die Bienen, ich sag's mal, beruhigen. Beruhigen, ja, genau. Und dann können wir uns nämlich die Bienenwaben rausnehmen und dann können wir uns ein eigenes kleines Bienennest bauen. Jetzt dann müssen wir uns noch die Bienen zu uns locken und so weiter. Aber es ist ja schon mal ein kleiner Vorteil. Ah, hier ist Sand, okay. Ah, hier ist eine Biene. Hier ist eine Biene. Da sind zwei Bienen. Da ist ein Bienennest, da ist ein Bienennest. Ich sehe das. Ja, da. Okay, so, wie war das nochmal? Hier drunter tun. Dann wird das jetzt hier so vollgeräuchert. Und jetzt darf ich, glaube ich, ohne dass mich die Bienen angreifen, theoretisch. Aber ich glaube, die müssen da drinnen sein, ne? Kann das sein? Okay, ja, ich lasse das erstmal so. Dann fahre ich kurz mal... bisschen Sand ab, aber ich will das nicht hier so. Ich will es eigentlich eher so hier drunter machen. Weil hier drunter sieht man es halt nicht, dass man hier Sand abgebaut hat, ne?
Weil die Welt soll ja schön bleiben, ne? Soll ja nicht hässlich sein. So, wie viel Glas brauchen wir, Leute? Das ist jetzt auch wiederum die Frage. So mega viel brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Gucken wir nochmal, wo hier sonst noch Sand ist, was wir hier... Ach, guck mal, hier unterirdisch. Ja, hier ist viel. Hier können wir viel abbauen. Sand, Sand, Sand. Sand, Sand, Sand. So. Ja, das ist... Also für die erste Tour wird das schon reichen. So. Dann können wir hier noch ein bisschen abbauen. So. Gut, wie viel Sand haben wir? 20. Machen wir 24, dann passt das nämlich genau auf 3 Kohle, würde ich sagen. Also 1, 2 und 3. 4. Wir erzählen uns klar einen Vorteil. Okay, jetzt schauen wir doch mal, wie es unseren Bienen geht, die sich gerade ein... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, der Typ kommt zu mir. Weil das ist sehr gut. Weil der handelt. Oh, das will ich auf jeden Fall machen. Weil der handelt ja. Dadurch, dass er handelt, kriegen wir gute Sachen. Aber auch anders gesagt, ich versuche, ihm die Leinen wegzunehmen. Sind die Bienen sauer? Nein. Aber wir haben jetzt 3 Waben. Sehr schön. So, genau, das wollen wir uns jetzt hier ab. Die Bienen sind wieder frei. So, wir haben jetzt 3 Waben. Ich hoffe, der Typ kommt später zu uns. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Okay, jetzt müssen wir hier nach oben. Zu unserem Haus. Irgendwo. Oder habe ich mich jetzt verlaufen? Ja. Ich habe mich verlaufen, da vorne ist es. Die Fackeln haben mir den Weg erleuchtet. Okay, sehr schön. So, ist jetzt zufällig hier noch so ein Baum gewachsen? Ah, scheint nicht zu sein. Aber Setzling brauche ich. Ah, nur ein Setzling. Ja, Setzling setzen wir uns schon mal hier hin. Das sollte ich auch reintun, ne? Wo ist denn hier noch frei? Ja. So! Egal. Jetzt haben wir auch Glas. Das Glas können wir direkt hier reintun. So, 3 Kohle haben wir gesagt, ne? Sehr schön. So, jetzt können wir uns hier überlegen. Das ist jetzt hier auch 7. Wir können es hier theoretisch so. Dann kommt hier so ein Zweierfenster hin. Und hier genau so. Aber es wird sich noch umentscheiden wegen Höhleneingang hier. Aber das kann man ja auch noch umplanten. Aber wie gesagt, Leute, uns fehlt ein bisschen an Materialien, ne? Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Also wir können es da theoretisch nicht mal ein schönes Dach machen. Das ist auch ein bisschen schade. Aber egal. Eins nach dem anderen. So, jetzt können wir hier uns auch schon hier die ein oder andere Beete jetzt hier schon mal nehmen. Sehr schön. Du bist auch reif, so wie ich das sehe. Weil die Samen können wir jetzt natürlich auch oben jetzt hier hinsetzen. Bevor ich jetzt nach oben gehe, weil ich habe ja eben gesagt, wir können uns ein Bienennest machen. Das machen wir uns jetzt auch sofort. Bevor ich das jetzt auch wieder vergesse. Ich bin einfach ein bisschen vergesslich, Leute. Das passiert manchmal. So, wir setzen das jetzt hier hin und die Waben jetzt hier in die Mitte. Und voila, Bienenstock. Jetzt müssen nur noch Bienen zu uns kippnappen. Und dann haben wir auch eine kleine Bienenfarm, Honigfarm. Aber Bienen sind halt sehr, sehr praktisch, wenn es darum geht, Sachen anzupflanzen. Deswegen setzen wir den mal hier hin. Und dann gucken wir, wann wir den nächsten Mal Bienen bekommen. Und ich habe jetzt nicht die Sachen hingesetzt. Ja, ich bin vergesslich, Leute. Ich wollte eigentlich noch die Samen da hinsetzen. Aber egal, können wir jetzt machen. Jetzt laufen wir einfach nochmal da hoch. Frühsport, ich sag's euch. Okay, was hatten wir hier? Hier sah aus wie Weizen. Dann setzen wir auch hier Weizen hin. So, rote Beete war da drüben. Genau. So, unsere Kürbisse. Ja, die brauchen noch ein bisschen, würde ich sagen. Hier ist noch ein Schaf. Hallo, Schaf. Ja, wenn du schon hier so rumläufst, dann kann ich dich auch einfangen hier. Du bist mehr selbst schuld, ne? So. Komm her. Ja, bist du erstmal, aber komm jetzt hierher. Komm jetzt hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Schaf. Das ist
Danke. So, genau. Genau, wie hat das hier gemacht? Ich muss erst hier reingehen und dann jetzt hier raus. Ich weiß, das System ist nicht gut, wird noch verbessert, aber egal. Habe ich wieder ein neues Schaf. Ah, nice. Rohstoff, Baum ist gewachsen. Da freut man sich tatsächlich sehr, wenn es mal wieder so ein Baum gewachsen ist. So, wieder Holz, können wir hier weiter bauen. Sehr, 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 sehr schön. Aber Setzlinge haben wir jetzt noch nicht bekommen. Muss ich die Augen aufhalten. Ne, uns gehen tatsächlich Setzlinge aus. Ich glaube, die spawnen einfach sehr schnell in dieser Welt. Und da muss man einfach fix sein. So. 7 Stück haben wir bekommen. Das bedeutet, hier, 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 hier. Ja, mehr leider noch nicht. Hey, wir können sogar schon eine Tür machen. Aber eine Tür, haben wir auch normales Holz noch vielleicht? Birkenholz, das Fichtenholz. Naja, wir haben kein normales Holz. Okay, dann würde ich auf dunkles Holz warten, weil so eine helle Tür. Bäume, ich liebe euch! Schön, dass ihr jetzt alles so wächst, das ist optimal. Komm her. Baum, baum, baum. Ja, ich meine, ihr könnt auch mal einen Kommentar reinschreiben, ob ihr noch Verbesserungswünsche hättet an das Haus, was ich gebaut habe. Ne? So, kreative Ideen. Vielleicht setze ich auch welche dann um. Wer weiß das. Aber, so. Aber Setzling ist hier noch nicht runtergekommen, ne? Ich sehe hier noch keinen. Ich brauche Setzlinge. Gebt mir einen Setzling. Gebt mir einen Setzling. Oder auch nicht. So, jetzt haben wir wieder 7. Ah, okay. Okay. So, dann jetzt hier hin. Dann. Ja, ich glaube, das reicht nicht. Da fehlt uns noch 1, oder? Oder? 2, 3, 4, 5. Oh! Post. Nice, okay. So gesehen ist das Grundgerüst von unserem Haus tatsächlich jetzt fertig. Das ist doch sehr schön. Setzlinge. Gibt's da. Ist da ein Setzling? Nein, hier sind Stöcke. Aber keine Setzlinge. Gib mir einen Setzling! Ich hab keine mehr. Das wäre nicht blöd, wenn ich mir wieder von dieser Baumart welche suchen muss. Bis ich dann hier was habe. Ah, gut. Ist dann halt so. Und Steine. Genau, hier kann dann ein Fenster hin. So. Hier kommt auch kein Fenster rein. Das ist so ungefähr der Eingangsbereich hier, würde ich jetzt mal sagen. Und hier kommt später auch Fenster hin. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist ja alles auch gerade nur Spekulation. Das ist jetzt nur ungefähr. So. Oh, die Level 10 erreicht, Leute. Wir bräuchten eigentlich noch auch mal einen Verzauberungstisch. Ah, wir bräuchten es viel, ich weiß. So. Genau, der Boden wird auch noch gemacht. Aber egal. Ah, Setzling. Setzling. Komm her. Komm her. Wir haben Setzling. So, da standst du hier. Ja, ja. Dürfte ja noch. Ah, du bist hier so verbunden. Okay, jetzt verstehe ich, warum du nicht einfach weggehst. Ja, es ist immer so die Eigenschaft von diesen Blättern, ne? Wenn die miteinander verbunden sind, dann gehen die halt einfach nicht weg. Egal. Das hat jetzt weit. Jetzt ist das. Cool. Noch ein Baum. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war jetzt erstmal Part 1 unseres Häuserbaus. Ich meine, okay, es ist noch nicht fertig, ne? Dauert halt ein bisschen, bis man die ganzen Materialien hat, aber ich bin generell trotzdem zufrieden. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, Part 2 kommt dann im nächsten Teil des Livestreams. Nicht Livestreams, sondern Let's Plays. Aber wenn euch das kleine Video-Tutorial wie auch immer gefallen hat, dann würde ich mich natürlich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben lassen könntet. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.